Servus, meine spacigen Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Teil unseres 3030 Death War Redux. Let's check, habe ich es jetzt mal genannt. Ersteindruck etc. Verfügt ihr den Namen ein, den ihr benutzen wollt. Wir gucken uns einfach mal das Spiel an zusammen und ich finde es momentan ganz interessant. Wo sind wir eigentlich gerade im Moment? Ich gucke mal kurz auf die Karte. Genau, in Sophia. Und wir haben doch eigentlich mit dem wir sollen jetzt mit dem Ketafly sprechen. Genau. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Ich guck mal kurz, was hier auf der Station im anderen System diese Bohnen wert sind. Also wir können... Achso, da haben wir... Wieso haben wir das eigentlich noch? Komisch irgendwie, das mit diesem... Mit dem Sprit muss ich mal nochmal nachgucken. Und die Bohnen kosten hier nur einen Dollar. Das ist interessant. Diese Jumba-Bohnen kosten hier nur einen Dollar. Und im anderen System kosten sie 11 Dollar. Das heißt, wir könnten hier eine ganz schöne Gewinnspanne machen, wenn wir nun einen Frachtraum hätten, der groß genug wäre. Wir sprechen mal mit Ketafly. Hi, ich bin Falcon. Chimichu sagt, du könntest etwas Arbeit für mich haben. Ja, ich habe dich erwartet. Ja. Ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen. Wen? Chimichu? Ja, wie geht's ihm? Ihm schien es ganz gut zu gehen. Gut. Also, gibt's irgendwelche Jobs? Kann ich mal... Was? Nice Shades? Schöne Schatten? Achso, schöne Sonnenbrille. Shades heißt auch Sonnenbrille. Nicht nur Schatten. Zack, ich mache ihm erstmal ein Kompliment. Ja, das sind sie wirklich. Hab die Sonnenbrille von einem Minenarbeiter auf einem Asteroiden gekauft. So, hast du irgendwelche Arbeit? Ja, es gibt etwas. Du solltest damit fertig werden. Fast sicher. Gut. Du brauchst einen Traktorstrahl und... Okay, um einen Container für mich abzuholen. Weiter. Hol die Fracht von der Zekra-Station 2 in dem Lezi-System. Kannst du das? Natürlich. Traktorstrahlen können teuer sein. Aber ich glaube, sie verkaufen sie hier. Wenn du noch keinen hast, dann hol dir lieber einen und komm später nochmal. Okay, dann machen wir das. Aber ich muss ihn jetzt fragen, ob es Piraten sind. Ich komme hier anscheinend sonst nicht raus. Seid ihr Piraten, ihr Taoisten? Nein, nur eine Gruppe von Handelspartnern. Mir wäre es egal, es ist nur das, was ich gehört habe. Du hast falsch gehört. Unser Geschäft ist privat. Chimichu hat es sich anhören lassen, als wäre ein Kultführer, ein Sektenführer. Haha, Chimi übertreibt immer etwas. Also willst du den Job oder nicht? Ja klar, Mann. Wenn die Bezahlung korrekt ist, 12.000 Dollar, ja, das ist cool. Das machen wir. Also wir holen uns einen Traktorstrahler erstmal. Pickup. Ja, wir sollen einfach die Ladung da abholen von dieser Station und hierher zurückziehen. Alles klar, dann machen wir das mal. Ja, das wissen wir schon alles. Ups. Akt 2, die Vogelperson. Wir sollten erst die letzten Überlebensformen töten, bevor wir mit dem Tetherformen beginnen. Die Nanobots haben bisher wunderbar gearbeitet. Woher kommt dann die Verspätung? Das werde ich dir sagen. Weil einige von uns jetzt diesem Abschaum helfen. Niemand glaubt diese Geschichten ernsthaft, oder? Wenn überhaupt, dann mit einigen Übereinstimmungen von widersprüchlichen Legenden.
Und welches Detail ist es dieses Mal? Dann ist die, diese Vogelperson aufgetaucht und hat eine Menge Gejaule verursacht. Nicht dir, nicht der schon wieder. Wer war es das letzte Mal? Oh ja, ich erinnere mich. Es war auf jeden Fall nicht Jeff Adler. Es ist ziemlich lächerlich oder ziemlich. Ja, lächerlich oder ungut halt, keine Ahnung. Ja, das ist das Einzige, was uns dann davon abhält, den Weltraum zu reinigen. Diese Wesen sind abstoßend. Die machen mein Leben zu einem Urinal, zu einem stinkenden Urinal. Sir, bitte nicht. Also müssen wir warten. Ich werde eine neue Welle von Nanobots jetzt sofort freilassen oder loslassen. Aber der Rat hält mich vom Zugriff auf die Nanobots zurück. Also, was müssen wir dann tun? Sucht nach einem anderen Idioten mit einem Vogelnamen. Aha. Ja gut, dann holen wir uns das erste Mal ein. Die wollen anscheinend irgendwie dieses gelbe Viech da ist jetzt neu dazugekommen zu den Bösewichten. Und die wollen anscheinend jetzt irgendwelche Spezies ausrotten, um den Planeten zu übernehmen. Warum können wir hier keinen. Traktorstall kaufen? Ich dachte, die gibt's hier. Gatling Gun haben wir. Repair, Ionenkanone, Bioreader, Combat Ship Scanner, nö. Aber irgendwie kein Traktorstrahl. Auch keine besonderen neuen Schiffe. Doch, der Volta hier ist neu. Den kannten wir bisher noch nicht. Hätte ich schon ganz gern, aber der ist noch arschteuer. F-Bill ist auch noch sehr teuer. Ja, wir können uns da eh noch gar nichts leisten. Ja, und was ich auch komisch finde, ist, warum haben wir diesen Split hier jetzt wieder drin? Verkaufen wir ihn jetzt endlich, verdammt. Ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen, weil ich glaube, der Split wird immer automatisch aufgefüllt. Aber es gibt keinen Traktorstrahl, leider. Da muss ich jetzt erst zurückfliegen, oder was? Ist halt krass, da ist halt wirklich jeder Charakter benannt, ne? Yo, hey. Okay, die sagen aber nicht viel. Okay, wir können jetzt hier, wenn wir mit einem von denen reden, fängt er an, einfach so Smalltalk mit jedem zu machen. Oh Mann, nee, das machen wir jetzt nicht so lang. Ja, witzig, wir können einfach Smalltalk mit den Leuten hier machen, dann wird einfach so eine, so ein Dialog abgespult, aber ich meine, gut, wir müssen jetzt halt leider nochmal zurückgehen. Ah, fuck, aber wir hätten nochmal, nein, ich muss nochmal landen. Wenn ich nämlich jetzt gerade eh schon hier bin, dann muss ich auf jeden Fall nochmal landen, weil ich dann nochmal gucken will, ob wir noch einen Auftrag annehmen können. Und vielleicht können wir hier noch irgendjemanden in das andere Sonnensystem transportieren. Das wäre natürlich super, weil dann können wir gleich noch ein bisschen Kohle machen auf dem Weg zurück. Sonst hätten wir ja praktisch den Flug jetzt umsonst gemacht. Jetzt kommt der Hit. Und das nächste Videosequenz. Wieder diese Verbrecher. Diese Zeitung ist Müll. Warum hast du es dann gekauft? Ich bin umgeben von Idioten. Entschuldigen Sie, Sir. Verbringt deine Zeit mit irgendwas, aber nicht mit so einem Müll. Nein, es hält mich informiert. Missinformiert wohl eher. Es ist, was es ist.
Captain. Ein Plünderer ist immer noch am Rumlungern hier in der Gegend. Ah, diese gottverdammten Weltraumer. Plündern meine Relikte. Diese Jungs gehen mir mächtig auf die Eier. Sein Name ist Falcon, John Falcon. Wir haben ihn gewarnt, aber wir sind nicht sicher, ob er nicht doch hinter der Lago herjagt. Gehen wir kein Risiko ein. Schalte ihn aus. Es geht nicht nur um die Lago, sondern auch um meinen Ruf. Du wirst es tun, du bist momentan nicht beschäftigt. Ich? Warum ich? Du hast es gesagt, du hast es doch schon gesagt, es ist, was es ist. Ich hasse diese Phrase. Bedeutungslos. Okay, ich werde auf ihn warten außerhalb einer Station. Und bam! Direkt in seinen Arsch, keine Ahnung. Wir haben Glück, dass Falcon nicht bewaffnet sein wird. Berichtet mir, wenn ihr fertig seid. Richtig, machen wir. Aye, Sir. In fünf Minuten wird John Falcon sterben. Ja, macht nichts. Wir nehmen trotzdem noch den Passagier hier an. Okay, der will nach Lesti. Der will irgendwo anders hin, wo wir nicht hinkommen momentan. Der hier will nach Anti. Das heißt, wir nehmen das an. Oder? Warte mal. Oder ist das der grüne Pfeil hier? Nee, Moment. Ist der grüne Pfeil wohl immer? Ah, okay. Verdammt, sorry. Dann habe ich's falsch gesehen. Das ist auch noch ganz schön weit weg. Da kommen wir noch nicht hin. In dem CAT-System. Ah, das ist dann hier unten. Okay. Also es gibt anscheinend keinen Auftrag, der in das System führt, wo wir jetzt hinwollen. Wir wollen nämlich nach Adinti erstmal nochmal. Schade. Steht ja auch hier dieses System wieder Weidol, Daphis. Wir können auch einfach hier nochmal Seati, Lesti. Wir könnten mal den nach Lesti annehmen, weil dann können. Theoretisch wäre es eigentlich kein Problem, dahin zu fliegen. Machen wir das doch mal. So, und wenn wir jetzt starten, dann müssen wir gleich unseren ersten Kampf bestreiten. Bin mal gespannt, wie der so für uns ausgehen wird. Hey Falcon, der Boss sagt, ich soll. Es ist Zeit für dich zu sterben. Kriegen wir jetzt hier einen Funkspruch rein. Also gehen wir mal los und kämpfen gegen den Jungen. Die Station wehrt sich natürlich, aber ich. Jetzt können wir uns auch endlich mal wehren. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt töten hätte sollen. Zacka, 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 zacka. Oh, 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 der hat uns aber gut getroffen jetzt. Ha! Meine gute Salve an ihm angebracht. Ah, da haben wir ihn gut getroffen. Da ist er uns direkt vor die Lunte geflogen. Vor die Flinte, meine ich. Nicht vor die Lunte. Die Lunte ist ja was anderes. Ah, Mist, da haben wir ihn jetzt verfehlt. Ich glaube, wir können wirklich unendlich oft feuern. Also wir haben jetzt irgendwie keine Munitionsbeschränkung. Ich würde mal gern wissen. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich würde gern wissen, wie viele Schilde er noch hat. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich diese eine Disk. Aber er brennt auf jeden Fall schon. Und unsere Schilde laden sich offensichtlich auch auf. Und das Gute ist, dass wir auch eine relativ hohe Drehgeschwindigkeit haben. Und da liegt er. Da liegt er, Leute. Wir können ihn vielleicht einsammeln. Können wir ihn einsammeln? Doch, ich glaube, dafür bräuchte ich jetzt einen Traktorstrahl. Mist, er treibt jetzt hier im All. Ich kann ihn nicht einsammeln. Verdammt. Wie geht denn das? Keine Chance, dann müssen wir nochmal zurück zur Station und nochmal auftanken. Da
Hat uns auf jeden Fall eine Menge Sprit gekostet jetzt hier. Okay, wir tanken also nicht automatisch auf, wir müssen nochmal andocken zum Auftanken. Und da habe ich jetzt aber gerade keine Lust dazu. Ich fliege nochmal zurück nach Atinti. Und dann zu irgendeiner Station, da ist ja egal. Hier, Else von mir aus. Und let's go! Zack! Und da hauen wir gleich mal den Hyperantrieb rein. Und der wird umso schneller, umso weiter wir uns von der Sonne entfernen anscheinend. Auch ziemlich cool. Aber ich glaube, ich fliege gerade zu der Sonne hin, kann das sein? Weil es hier so, umso nebliger es wird, umso näher sind wir an der Sonne dran. Ich hoffe, wir kommen mit dem Sprinter jetzt noch hin. Ich habe auch das Gefühl, dass wir uns kaum bewegen. Also wir befinden uns jetzt hier auf einem Trip durchs Sonnensystem durch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns nicht so wirklich schnell bewegen. Aber jetzt geht es auf einmal voll ab. Okay, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir jetzt aus dem System draußen sind. Das ist geil. Okay. Easy. Ich glaube, ich navigiere doch lieber so ohne Karte. Das ist, glaube ich, ein bisschen gescheiter. Na, man kann halt, während man in diesem Hyperraum ist, nur so ganz marginal lenken oder nicht so wirklich. Aber wenn man rausgeht, dann kann man seinen Kurs ganz leicht und schnell anpassen. Und wir sind jetzt schon hier. Oh! Ups, falsche Richtung. So, Else. Gucken wir mal, ob wir hier unseren Traktorstrahl kriegen. Gucken wir mal an. Job no more. Chibo no more. Chibo. Falke. Falcon. Du Penner. Ey, was ist das Problem? Was ist jetzt das Problem? Du weißt genau was. Wo ist mein Astronautenanzug, Freund? Ich habe keine Ahnung. Wo hast du den verloren? Halt die Klappe. Okay, Herr Falken, listen to my face, sagt er immer. Das heißt, hör meinem Gesicht genau zu. Wir wollen, dass du aus Adinti verschwindest. Es ist ein freies System. Das wirst du sehen. Nein, du wirst sehen. Was? Du hast so ein Glück, dass ich keine Waffen dabei habe. Ich werde dich noch sehen. Jederzeit, Kumpel. Da ist er sauer, dass wir seinen Kumpel hier abgemurkst haben. Ich hätte ihn zwar gerne noch mitgenommen, aber es ging ja nicht. Hier sind irgendwelche Schmierereien auf dem Bildschirm. Hey, wo ist denn dieser Traktorstrahl? Hier gibt's auch keinen Traktorstrahl, oder was? Wo war... Bin ich doof? Wo war denn der dann? Doch, hier ist er doch. Perfekt. Vielleicht habe ich ihn vorhin einfach nur übersehen, aber ich weiß nicht genau. So, jetzt können wir noch... Können wir weiter? Wir fliegen jetzt erstmal noch mal in das System Lest, die hier drüben. Und gucken mal, wo unser Kumpel hier hin will. Ah ja, genau. So. Ja, aber wo genau in Lesti? Und zwar will der zur Chexra-Station in Lesti. Und da wollen wir jetzt auch hin. Die heißen beide Chexra. Chexra 1. Okay. Also man muss sich da immer die ganzen Namen ganz genau merken, sonst verliert man total die Übersicht. Wir wollen nach Chexra 1. Alles klar, let's go. Ja, also dieser Gegner von vorhin war ein ziemlicher Schwachmat. Der war ziemlich schwach. Lächerlich schwach. Wir fliegen hier an dem Planeten vorbei. Boah, das ist 20 Lichtjahre entfernt, Leute. Das könnte jetzt eine Zeit lang dauern.
Oh fuck, und ich habe nur noch 36 Benzin. Ich hoffe, das reicht noch. Aber eigentlich dachte ich, dass unser Schiff immer automatisch aufgefüllt wird, wenn wir bei einer Station landen. Aber das müssen wir jetzt mal gucken. Ob wir es noch schaffen, diese 20 Lichtjahre hier ohne Benzin. Könnte stressig werden. Auf jeden Fall müssen wir auftanken, wenn wir da sind. Guck mal kurz auf die Karte. Langsam geht's schneller, wunderbar. Ich glaube, diese Benzin, nee, das geht schon auch auf die Strecke, die ich jetzt zurücklege. Aber wir müssen es schaffen. Wir müssen es schon schaffen. Wir müssen auf jeden Fall tanken, wenn wir da sind. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh nein, wir haben kein Benzin mehr. Wir müssen Hydrogen von Stationen kaufen. Was bedeutet das jetzt? Ich kann aber noch fliegen jetzt gerade, also. Oh oh. Also mein Antrieb funktioniert noch. Wir bewegen uns noch. Wir bewegen uns noch. Wir können vielleicht noch die Trägheit ausnutzen unseres Schiffs. Weil ich meine, gut, im All gibt es ja normalerweise keinen Widerstand. Keinen Luftwiderstand. Deswegen, solange wir uns immer nur in die eine Richtung hier bewegen, sollte alles in Ordnung sein. Nee, aber unser Schiff kann sich auf jeden Fall bewegen. Was fliegen hier für verrückte Space-Würmer rum? Yeah! Wir können andocken, wunderbarst. Und wir kriegen die Kohle. Super. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir das mit unserem Schiff machen. Wir können auch ein bisschen was reparieren. Ja, können wir machen von mir aus. Und wir sollen Hydrogen kaufen, hieß es ja. Also ist es doch unser Sprit, oder was? Nehmen wir mal an, dass wir dann doch, dass das unser Ach nee, alles klar. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich. Hier können wir nur refuelen, alles klar. Und das hier, ich weiß nicht, ob wir das dann als Reserve haben. Und der Käfer hier ist auch lustig. Der krabbelt hier auf dem Bildschirm rum. Mal gucken, was die hier noch so für Gegenstände haben. Ja, schade, dass wir jetzt kaum Handel betreiben können. Es wäre vielleicht dann doch mal cool, sich irgendwann mal noch ein anderes Schiff zu holen. Momentan haben wir aber nicht genug Kohle dafür. Hier, das ist unser altes Schiff, das wir vorher hatten. Aber das ist schon ziemlich schrottig. Außerdem kann es keine Sprünge machen. Das bringt uns gar nichts. Das ist ja auch nur ein Shuttle. Ein F-Bill, was ist das denn hier? Oh, 28 Tonnen. Und es ist auch allgemein eigentlich ziemlich gut. Aber es kostet halt auch 350.000. Heilige Scheiße. Vielleicht wäre das nächste wirklich mal sowas hier, so eine Polizei-Viper oder so. Oder auch so ein Teil hier. Das wäre vielleicht auch noch eine Variante, dass man so eins mal kauft. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so für Schiffe finden. Domingo Kotze, Hyman Sator, Leigh Katzen, Kurt Waldrop. Tech News laufen da gerade im Fernsehen. Der eine Typ, der uns unser Schiff als gestohlen markiert hat oder gemeldet hat, hat ja gesagt, er macht irgendwie Werbung, aber ich habe jetzt keinen Bock da so lange zu gucken. Okay, wir gucken noch nach Jobs, ob es irgendwo was gibt. Auf dem Weg zurück. Okay, das hier wäre noch in dem System. Bringt uns. Ist es richtig? 15.000? Oder 5.000?
21.000, wow. Nach Sofia, da wollen wir ja hin. 21.000, das ist ziemlich geil. Ja, geil, machen wir. Cargo Pickup. Ich kann 21.000 zahlen. Achso, der will, dass wir aus Sofia was holen. Ja, okay, machen wir. Wir müssen jetzt eh nach Sofia. Aber gibt's auch noch irgendwas anderes? Der. Die wollen alle in Lesti bleiben? Nö, sonst gibt's leider nichts mehr. Dann müssen wir jetzt leider doch einen mehr oder weniger Leerflug machen. Ah, wir kriegen einen Funkspruch von unserem kleinen Droiden, von Kent. Hat große Neuigkeiten. Ich soll ihn auf Ruba 3 treffen. Und das finde ich in meinem Kontaktenmenü. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Sofia. Oh, und wir können die Mucke genießen. Die Mucke ist so geil. Wenn ich irgendwie immer so auf langen Autofahrten, lacht bitte nicht, aber wenn ich auf langen Autofahrten bin, dann denke ich mir immer, muss ich irgendwie manchmal an solche Spiele hier denken, wenn ich dann irgendwie so in der Karre so durch die Nacht fahre halt und dann irgendwie so eine Ladung hinten drin habe und die irgendwo hinbringen muss, muss ich immer an so Space Sims denken. So, und wenn wir unseren Traktor... Jetzt haben wir ja den Traktorstrahl und das bedeutet, wir könnten dann jetzt mal mit diesem Typen reden. Halt, Moment, wir können ja mal kurz auf die Missions Dingsbums schauen. Oh nein! Egal, passt schon. Wir sind jetzt in Sofia und müssen da was holen. Und zwar bei der Chexra 1 Station. Hä? Wieso? Die gibt's hier gar nicht. Ach so. Pickup. Nee, sorry. Na, auf der Schar 5 Station in Sofia. Okay. Da sollen wir was holen. Und das machen wir jetzt auch. Schar 5 Station. Alles klar. Cool. Da müssen wir hin. Da müssen wir was abholen. Und dann müssen wir das zurück nach Lesti bringen. Und in Lesti können wir dann auch was abholen und das zurück nach Sofia bringen. Alles klar. Und wir kriegen dafür jede Menge Kohle. Das ist auch gut. Tschu! Ups, nein, stopp! Nicht so schnell! Jetzt müssen wir nur noch finden, wo das Ding ist, was wir abholen sollen. Keine Ahnung, wo das ist. Muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, nehme ich mal an. Oder muss ich da auf die Station drauf? Ich kann 21.000 zahlen. Du musst etwas von der Schar-5-Station abholen und zurückbringen nach Chexra. Orville Fleischmann heißt der Kumpel, mit dem wir reden sollen.
soll's draußen lassen. Leave it outside the station and meet. Okay, wir sollen, ich denke mal, wir müssen ihn in der Station hier treffen. Weiß jetzt zwar nicht, warum wir dann den, Traktorstrahl gebraucht haben, aber gut, wir gucken mal, ob wir irgendwo einen Typen namens Fleischmann sehen. Colby. Cutfly, da ist dieser Fly-Typ. Nö. Vollmann? Aber Fleischmann ist keiner da. Bodenkrieche. Oswaldo Bodenkrieche. Das ist irgendwie ein geiler Name. Das ist irgendwo ein Droide, dieser Barmann? Ridley. Alfonso Domingo. Wilbert Witzet. Weiß bla bla bla. Vollmann. Kolbi, nö, kein Fleischmann da. Schade. Ich dachte, der wäre jetzt hier irgendwo. Gibt's hier irgendwas in der Jobkonsole vielleicht? Ah, wir können auch schon Kopfgeldaufträge machen. Sehr geil. Sieht so aus, als wäre Fleischmann nicht anwesend. Auch eine Jobkonsole finde ich nicht. Achso, oder ist es das hier? Nee. Das ist schon ein anderer Auftrag. Ich meinte, ich habe es nur gerade geguckt, weil da dieser grüne Pfeil ist. Aber anscheinend nicht. Ja, da muss ich doch nochmal irgendwo im Umfeld der Region, der Station hier nach einem Fleischmann gucken. Target Enemy, Target Ship. Ad Ship. Hier, das sind die Werbeschiffe, die einfach hier rumfliegen und Werbung machen. Auch geil. Container. Wir haben jetzt irgendwie einen Container. Ah, hier ist irgendwas von Fleischmann. Ah, okay. Ich glaube, wir mussten einfach nur den Container hier orten. Aber wo ist der? Fliegen wir... Oh, wir fliegen gerade davon weg. Nee. Der muss dann da drüben irgendwo sein. Weiß nicht genau, welche Farbe dann hier der... Das repräsentiert. Ah, hier ist der Container. Jetzt hat. Wie nehme ich den jetzt auf? Wie kann ich den jetzt aufnehmen? Kann ich irgendwo meinen Traktorstrahl aktivieren? Okay, wir können damit Bergbau machen. Wir können damit, wenn wir es markiert haben, näher drauf zufliegen. Wenn ich nah genug bin, dann erscheint so ein Traktorstrahl-Button irgendwo. Okay, und dann muss ich nur noch den Button klicken und dann müsste ich das aufnehmen können. Ah, hier. Ah, jetzt habe ich den Traktorstrahl. Jetzt habe ich den Traktorstrahl aktiviert. Alles klar. Cool. Aber ich komme wahrscheinlich mit dem Sprit jetzt wieder nicht zurück nach Ding. Oh, das ist ziemlich stressig mit dem Ding umzufliegen mit dem Container. Muss man sich voll konzentrieren. Aber vielleicht sollte ich nochmal andocken und nochmal auftanken. Okay, ich kann nicht docken, während ich was ziehe. Wir müssen leider nochmal auftanken, Leute. Hilft nichts. Weil mit dem bisschen Sprit kommen wir nicht zurück nach Lezi. Hier ist unser Container, den wollen wir. Und dann markieren wir uns unsere Station Lezi. Chekra 1 und let's go. Ab dafür.
können anscheinend auch mit dem Ding im Schlepptau in Hyperraumantrieb gehen. Interessant. Aber jetzt halt mit der vollen Spritladung müssen wir eigentlich schon hinkommen. Schade, jetzt kommt so ein bisschen langweiligere Musik. Ich müsste noch länger meine nasale Stimme ertragen. Ich habe ein bisschen eine Erkältung momentan. Leicht, aber nur. Ja, und ich muss sagen, ich finde das Spiel eigentlich ganz lustig bisher. So für nebenbei mal. Und für so ein Indie-Spiel ist es auch erstaunlich komplex. Ups. Jetzt hatte mir diese Station nicht mehr... Jetzt bin ich auf irgendeinen Knopf gekommen und habe was anderes aktiviert. Aufgeschalten. Markiert. In dem System. Ich glaube, wir müssen schon zu der Station, oder? Schicksal 2. Oh nein, wir haben die falsche Station an. Wir fliegen die falsche Station an. Wir müssen zu 2er. Ah, da sind wir ja auch bald. Die sind ja relativ nah beieinander. Ist ja auch ein eher kleines System hier. Chexra. Ich glaube, im Hyperraumantrieb spielt die Masse des Containers kaum noch eine Rolle. Das ist eher so für den Sub-Light-Antrieb. Ich kann hier schon mal ein paar Container vernichten. Nicht Container, sondern Space Debris. Also Weltraummüll. So. Und jetzt muss ich hier eigentlich den Container abliefern. Boah, was ist hier für ein Verkehr? Übertreibt mal nicht. Das zerstört auch alles mein Schiff. So, und jetzt, wie kann ich jetzt rausfinden, wo ich jetzt den Container abliefern muss? Aha. Ich soll es also einfach hier liegen lassen vor der Station und dann innen diesen Fleischmann da treffen. Okay, gucken wir mal. Okay, das ist ziemlich unübersichtlich, muss ich sagen. Man muss ja erstmal drauf kommen, dass der Container das ist, den wir da aufnehmen sollen. Jetzt müssen wir mit diesem Fleischmann-Dude reden. Aber hier muss er jetzt sein. Reimer, Vitello, Ruff, Pittinger, Kotze, Jack P, Rich E. Auch kein Fleischmann. Ruff. Wo ist denn dieser Fleischmann? Ist das der? Ne, Seldon. Guten Abend, kann ich Ihnen helfen? Ja, das können Sie. Wo ist Fleischmann? Weiß er auch nicht. Reden wir mal mit dem Barkeeper. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Mal sehen. Auch nicht. Ich weiß auch nichts von dem Fleischmann. Gucken wir mal kurz auf die Missionsbeschreibung. Lass es aus der Station draußen und treffe Orville Fleischmann innen drin. Er wird es dann später aufglauben. Sind wir auch wirklich sicher an der richtigen Station? Oder was? Sind wir jetzt hier bei 1 oder bei 2? Ja, vielleicht sind wir doch bei der falschen Station. Da hätten wir doch zu 1 gemüsst. Mein Gott, das ist ein Hin- und Hergefliege. Ich muss mal besser nachlesen, was da Sache ist. Hey, das gehört diesem Fleischmann. Okay, dann nehmen wir den nochmal mit. Fliegen jetzt zu 1. Zack, los geht's.
Okay. Ist ja kein Problem. Oh! Okay. Dann hier muss jetzt aber doch sein. Jobkonsole. Guillermo Tolva. Daniel Lamberta. Refugio Sano. Hier ist er. Orwell Fleischmann, wie schaut denn der aus? Ich habe hier einen Frachtcontainer für Sie. Ah, danke. Ich werde meinen Sekretär damit beauftragen, ihn abzuholen. Okay, und wer... Und du bezahlst mich auch? Absolut, hier ist das Geld. Danke, Mann. Cool, wir haben 21.000 bekommen. Das ist schon geil. Boah, das war ein richtig lukrativer Auftrag. Wir füllen nochmal unseren Sprit auf. Ja, genau. Und dann geht's nochmal zu Orville 1. Und von da aus werden wir dann Orville 2. Da holen wir den anderen Container ab. Und okay, ich kann auch einfach C drücken. Und, ah ja, das ist natürlich auch cool. Ah, okay, das habe ich jetzt ganz noch gar nicht so wirklich genutzt. Und ich kann auch einfach über die Karte hier navigieren innerhalb der Systeme. Das wäre fast besser. Ey, was geht denn? Ja, okay, übertreibt man nicht. Das ist mir echt ein bisschen zu viel Verkehr hier. Ich öffne gleich das Feuer, Mann. Ich raste aus. Jetzt öffnet auch noch irgendjemand das Feuer. Die schießen. Wieso schießen die denn? Auf mich oder was? Der verfolgt mich. Wollen sie mich verarschen? Hey, hallo? Oh. Oh, der beschädigt mich aber ganz schön heftig. Da muss ich jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Oder will der meine Ladung? Shit, hat er uns voll erwischt. Hält auch ziemlich viel aus. Shit. Darf ich dich so oft treffen? Oh, Raketen! Okay. Ich bin gleich hinüber. Ich bin tot? Scheiße. Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Hä? Macht der kein Autosave? Warte mal kurz. Hä? Ich check grad nicht, wo der letzte Autosave ist. Okay, verdammt, wir haben ein Problem. Ja, wir beenden die Folge hier mal und beim nächsten Mal machen wir dann da weiter, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Also, haut rein, Leute. Sorry dafür und ciao.